Moin Leute. Also wir schauen uns jetzt mal den Sonnenaufgang an und dann zeigen wir euch, was es hier auf Koh Lipe so alles zu sehen gibt. Und wir fangen mit dem Frühstück an. Einfach mal umdrehen. Ich dachte mir, Koh Lipe ist ganz schön klein, aber jetzt müssen wir doch auf den Scooter fahren. Und los geht's. Bring uns zum Strand. Take us to the beach, please. Okay, let's go. Beach und Strand. Are you ready? Yeah, maybe more. Da ist noch Frühstück in uns drin. Aber fast. Jetzt hat er uns hier mitten in der Wildnis von Koh Lipe zurückgelassen. Vom Zentrum, von der Walking Street bis hierher sind es doch tatsächlich 2,5 Kilometer. Und wir haben uns jetzt das Taxi genommen, was echt mega cool funktioniert. Gerade jetzt um die Uhrzeit, morgens ist noch nicht so viel los. Und jetzt sind wir hier im Nationalpark. Also wenn man auf Koh Lipe drauf guckt, auf der linken Seite von Koh Lipe, auf diesem schmalen Part, da ist Nationalpark und hier sind keine Resorts und wohl schöne Strände. So, und schon sind wir am nächsten Strand, am Sunrise Beach angekommen. Und hier stehen mehr Boote rum, aber dafür gibt es hier auch schöne Cafés und kleine Kneipen, wo man was zu essen kann. Sich kaufen. Ja, der Strand in Koh Lipe kann sich sehen lassen. Ne? Wow, traumhaft. Richtig schön. Mit den ganzen Booten. Für mich der schönste, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja, ist definitiv einer der schönsten. Und die ganzen Boote im Hintergrund, die machen so eine schöne Stimmung. Hier gibt es coole Bars und es ist auch echt nicht so überfüllt. Aber wie ihr seht, scheint die Sonne uns richtig ins Gesicht. Wunderschön, das Meer ist tipptopp. Die Strände sind auch eigentlich sauber. Da gibt es auch manchmal Projekte, wo die dann halt auch so Clean-up
von den Beaches halt machen zusammen. Aber es ist halt einfach so krass, da wo der Tourismus ist, vorne am Strand ist alles picobello. Geht man ein bisschen den Straßen hinten rein, sieht man halt sowas. Dann aus Koh Lipe. Das ist eine süße kleine Insel, also unser Fazit. Sehr schön, ein bisschen Urlaub, ein bisschen chillen. Es ist genau das Perfekte. Schöne Strände. Genau. Und tolle Atmosphäre. Richtig entspannte Leute hier, coole Bars. Und es ist zwar ein bisschen teurer als jetzt so unser normales Low-Budget-Budget, aber auf jeden Fall hat es sich total gelohnt. Aber man findet auch, wenn man jetzt nicht zu viele Ansprüche hat, die gibt's. Für 15 Euro oder sowas. Das gibt's, ja. Auf jeden Fall. Auch. Also Koh Lipe definitiv ein Daumen nach oben und zwei Daumen nach oben. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann heißt es, ihr habt es gesehen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und abonnieren natürlich.